What's poppin', Peoples? Es hört sich immer noch so kurz an, aber ich will nicht gendern. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem für mich sehr, sehr aufregenden Video. Ich möchte heute mit euch über meine Kerzenkollektion sprechen, Seasons of the Witch. Denn es ist nicht nur so, dass nach sehr, sehr langer Zeit die Kerzen wieder erhältlich sind. Es gibt auch zwei sehr, sehr coole, die ich euch heute zeigen möchte. Für die Leute, die neu dabei sind, ich habe im letzten Jahr zwei Kerzen auf den Markt gebracht, zwei Duftkerzen, die unfassbar gut angekommen sind, womit ich überhaupt gar nicht gerechnet hatte, ehrlich gesagt. Das war immer ein Traum von mir. Ich bin ein ganz großer Fan von Aromatherapiekerzen und ich wollte einfach so ein Nischenprodukt rausbringen und es ganz cool designen. Ja, überraschenderweise waren die Kerzen sehr, sehr schnell weg, worüber ich mich aber natürlich auch gefreut habe. Also danke an dieser Stelle für die Rückmeldung und die vielen Komplimente. Ich habe zwei Ankündigungen in diesem Video zu machen und am Ende gibt es dann noch Hinweise zu einer Verlosung. Kommen wir zur Ankündigung Nummer 1. Und das ist, dass die beiden Seasons of the Witch Candles, Sunday Witch und Monday Witch, in die Vorbestellungsphase gehen. Kommen wir nun zur aufregenden Ankündigung. Also nicht, dass diese Ankündigung gerade nicht aufregend war, aber kommen wir zu einer aufregenderen Ankündigung. Denn, wie Barney Stinson sagt, Neues immer besser. Es gibt zwei neue Kerzen der Seasons of the Witch Kollektion. Wir haben hier einmal die Spelling Witch und die Moody Witch und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was das beides für Kerzen sind. Kommen wir zur ersten Kerze und das ist die Spelling Witch. Die Spelling Witch spielt nämlich im selben Team wie die Monday Witch und zwar im Team Anspannung, positive Anspannung. Also diese Kerze ist dafür da, dass man ranklotzt, dass man sich konzentrieren kann, dass man Fokus hat. Die Monday Witch ist ja eine sehr, sehr zitruslastige Kerze, weil Zitrusfrüchte allgemein sehr, sehr erweckend sind. Ich habe mir aber eine antreibende Kerze mit einem Mentholanteil gewünscht, weil ich das für mich immer nutze. Ich habe so einen, ist ja eh ein Werbevideo, kann ich ja auch andere Marken nennen. Ne? Ich habe von Primavera so einen Kopfwehstift. Wenn man irgendwie Probleme mit Kopfschmerzen hat, dann kann man sich den auf die Schläfen und auf die Stirn machen. Und ich habe diesen Stift angefangen zu benutzen, wenn ich gemerkt habe, dass ich meine Konzentration verloren habe. Und deswegen wollte ich unbedingt etwas Mentholhaltiges, Pfefferminziges haben in einer Kerze, weil ich richtig doll gemerkt habe, wie Pfefferminze für mich ein absolutes Pendant zum Kaffee wurde, aber auf eine ganz, ganz klare Art und Weise, die eben nicht den Puls hochjagt, sondern einfach nur fokussiert macht. Der größte Teil ätherische Öl in der Spelling Witch ist Rosmarin mit 40%. Rosmarin ist als Aromatherapie stressreduzierend, also hilft gegen Stress und Erschöpfung. Viel, viel präsenter ist aber die Pfefferminze. Wenn man länger im Raum ist, merkt man auch so dieses ganz, ganz leicht Mentholige in der Nase. Pfefferminze klärt und weckt und konzentriert. Als Basis in dieser Kerze haben wir Wacholderholz. Und Wacholderholz ist stimmungsaufhellend, anregend, erfrischend, löst so eine innere Anspannung. Und vor allen Dingen steht Wacholder dafür, so Kreativität und neue Ideen zu erwecken. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass diese Kerze extrem erfrischend, extrem konzentrationsfördernd ist. Habe ich schon extrem gesagt. Definitiv eine gute Kerze ist, um Frische in den Haushalt zu bringen oder Frische ins Büro zu bringen. Jo, kommen wir zur Moody Witch. Die Moody Witch ist meine absolute neue Lieblingskerze. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu beeinflussend. Diese Kerze ist für die PMS-Zeit konzipiert. Die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen, dass das ein großes Thema in meinem Leben ist, geworden ist. Deswegen habe ich beschlossen, mit Aromatherapie anzusetzen und habe diese Aromatherapie in eine Kerze gesteckt. Die Aromaöle in der Moody Witch bestehen zu 55% aus Palmarosa mit dem größten Anteil. Palmarosa ist ein schilfartiges Gras, was besonders in asiatischen Regionen kultiviert wird. Und der Geruch ist rosig bis zitrusartig. Also es hat so einen sehr, sehr grünen, frisch grünen Geruch. Aber auch ein bisschen auf eine blumige Art und Weise. Ein sehr, sehr angenehmer, beruhigender Duft. Auf mich hat er sowieso nochmal
glaube ich, eine verstärkte Wirkung. Ich bin ja aktuell in Trauer und das kann ich jedem von euch ans Herz legen. Ihr könnt auch fernab jetzt von dem, was ich hier erzähle, Aromatherapie mit Ölen bei euch zu Hause anwenden. Also mir hat es in der Trauerphase total doll geholfen. Beispielsweise rote Mandarine, Palmarosa und Zypresse sind zum Beispiel ganz, ganz toll für den Trauerprozess. Also als ich das erste Mal rote Mandarine beim Workshop für diese Kerzen gerochen habe, ist eine dermaßen Emotion in mir losgegangen, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Und ich habe mir dann sofort nach dem Workshop dieses Öl gekauft und habe mich ins Bett gekuschelt und einfach eine halbe Stunde daran gerochen, weil es mir so sehr ein Gefühl von Familie und zu Hause gegeben hat. Einfach mal so googeln, was für was ist und daran riechen. Und ihr werdet es merken. Der Geruchssinn, das wissen viele nicht, ist wie der Geschmackssinn. Wenn dein Körper riecht, das ist etwas, was mir hilft, dann löst das Glücksgefühl in eurem Gehirn aus. Palmarosa haben wir auf jeden Fall zu einem so großen Teil mit reingepackt, weil Palmarosa auf psychischer Ebene den Geist beruhigt und bei Verwirrung so ein bisschen den Kopf klärt. Es lindert Stress, es ist gut bei Nervosität und ist auch sehr, sehr gut bei Erschöpfung und Müdigkeit. Der zweitgrößte Teil geht an Lavendel. Lavendel ist ganz, ganz doll bekannt in der Aromatherapie bezogen auf prämenstruelle Beschwerden. Man nennt Lavendel auch das Kraut der inneren Mitte. Viele von euch werden es wahrscheinlich wissen. Lavendel wird besonders auch angewendet bei Schlafstörungen, bei innerer Unruhe. Der dritte Inhaltsstoff ist Koriander. Keine Angst, Leute, ich habe hier viele Korianderhasser um mich herum. Kevin ist ein sehr, sehr großer Korianderhasser und Kevin liebt diese Kerze. Koriander ist richtig, richtig gut bei Erschöpfung und Stress, ist auch schlaffördernd und allgemein gilt Koriander als das Kraut, was sehr, sehr verdauungsfördernd ist und auch entkrampfend wirkt. Der letzte Inhaltsstoff, der enthalten ist, ist Zypresse. Zypresse riecht sehr, sehr frisch. Und auch irgendwie erdig und holzig, aber auch so ein bisschen wie so ein Balsam. Die Zypresse ist auf jeden Fall ein Baum, ein immergrüner Baum, der schon seit Ewigkeiten in der Frauengesundheit eingesetzt wird. Zypresse wird eingesetzt bei Reizbarkeit, bei Nervosität. Sehr, sehr viele Frauen haben in der prämenstruellen Zeit ein sehr, sehr großes Problem mit Ängsten, mit Kummer, mit Einsamkeit, mit Hoffnungslosigkeit. Und da kann man mit der Zypresse sehr, sehr gut arbeiten. Zusammenfassend kann ich sagen, die Moody Witch ist eine ganz, ganz tolle Kerze für die Moody Days im Monat, kann aber auch allgemein in Zeiten angewendet werden, wenn ihr innere Unruhe habt, wenn ihr durch eine schwierige Phase geht, wenn ihr durch eine Trauerphase geht, vielleicht habt ihr jemanden verloren oder ihr habt eine Trennung hinter euch. Ich liebe den Duft so sehr, er ist so leise und doch so wunderschön. Der Duft ist wunderschön. Heute startet der Vorverkauf von allen vier Kerzen. Falls ihr Interesse habt, setze ich den Link unten rein. Alle Menschen, die bis zum 11. Oktober irgendetwas aus der Seasons of the Witch Kollektion bestellen, kommen automatisch in einen Lostopf und 5 Menschen davon werden am 11. Oktober dann aus dem Lostopf gezogen und gewinnen jeweils 2 Schmuckstücke der neuen Kollektion, die dieses Jahr noch rauskommt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso 2? Das liegt daran, dass die Kollektion, die dieses Jahr noch rauskommt, eine Freundschaftskollektion ist. Alles Rechtliche zu der Verlosung ist nochmal zusammengefasst in einem Dokument, das mache ich unten in die Infobox. Ich weiß, es sind jetzt bestimmt wieder ein paar Leute ein bisschen traurig. Ich bekomme immer ein paar Rückmeldungen oder Kommentare, wenn ich neue Produkte auf den Markt bringe, weil die Produkte, die ich bisher auf den Markt gebracht habe, ob es jetzt nun mein Schmuck ist oder meine Kerzen, sind sehr hochpreisig, das weiß ich. Ich möchte aber auch, dass ihr wisst, dass diese Produkte nicht hochpreisig sind, weil ich mir einfach einen sehr, sehr großen Teil davon in meine Taschen stecke. Wir kreieren hier einfach nur Produkte, die halt, ethisch weitestgehend okay sind. Und das ist teilweise wirklich sehr, sehr teuer. Denkt am Ende bitte daran, es ist nur Kram. Und wenn es hier um die Wirkungen geht, dann könnt ihr euch auch Aromaöle kaufen. Ja, wenn ihr sagt, ich bin Student, ich kann mir so eine nachhaltige High-End-Kerze nicht leisten, dann geht einfach ins Internet oder in den nächsten Bioladen und kauft euch für 5, 6, 7, 8 Euro ein Aromaöl. Das hält euch ewig. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir doch einfach mal eure Erfahrungen mit PMS in die Kommentare. Habt ihr psychische oder körperliche Beschwerden? Und was macht ihr dagegen und habt ihr für Tipps? Vielleicht könnt ihr euch da unten mal austauschen. Macht's gut. Tschüss.